Willkommen Leute zurück zu Fußball Manager 18 in der Köln-Karriere. Wir haben in der letzten Saison den Start in die Saison erfolgreich gepackt. Wir haben den Supercup gewonnen und wir sind in der nächsten Runde im DFB-Pokal. Auch wenn das Spiel ein ziemlicher Krampf war gegen Paderborn. Aber wir sind weitergekommen. Nächster Gegner Wacker Burghausen auch erfolgreich weitergekommen gegen Kiel. Müssen wir mal gucken, die sind momentan echt stark. Heute geht's gegen, auf jeden Fall gegen Tottenham und gegen die Hertha. Mal gucken, ob wir noch ein Spiel machen. Da bin ich mir gerade nicht so 100% sicher. Gucken wir mal, wie die Zeit passt. Wenn die Zeit passt, dann machen wir immer noch ein drittes Spiel oder ein viertes. Aber wenn nicht, dann machen wir halt nur zwei. Gehen wir rein, Leute, würde ich sagen direkt. Aufstellung wird heute wie folgt aussehen. Pazlak geht heute mal auf die Rechtsverteidigerposition. Jerome hatte unter der Woche so einen kleinen Disput, der wollte unbedingt wechseln, habe ich abgesagt, jetzt hat er sich bockig gestellt, geht deswegen auf die Bank, Pazlak heute als Rechtsverteidiger unterwegs, Aaron bekommt eine Pause, braucht die Pause, Lars dafür rechts außen und wir können ja dann immer noch variieren, dass wir Aaron reinbringen und dann halt, ne, gucken, dass wir variieren. Dann Lars heute mit dabei, João Mario Merino wieder bekleiden unsere zentrales Mittelfeld. Dann ist heute Cristiano, der übrigens jetzt die Rückennummer 7 hat. Die war zufällig frei, habe ich ihm gegeben. Ich finde, das passt ganz gut. So ein Cristiano Junior mit einer 7, denke ich, passt ganz gut. Dann Imbeck natürlich im Sturm, Lars rechts außen, Dupont Jedwai heute mal wieder mit dabei, zusammen mit Ulrich in der Innenverteidigung und Olaf natürlich im Tor. Gehen wir da rein. Ich denke, so können wir das ganz gut gegen Tottenham machen. Die haben eine 888er Stärke. Das wird auf jeden Fall ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Gehen wir rein. Machen wir gar nicht lange rum. Bis gleich. Leute, UEFA Supercup ist am Start. Wir sind im Finale gegen Tottenham. Haben die Champions League gewonnen. Haben uns das redlich verdient. Tottenham hat die Euroleague gewonnen. Wir gehen rein. Tottenham auf jeden Fall eine mega starke Mannschaft. Und heute, ja, so ein richtiger internationaler Härtetest, kann man sagen. Mit Hinblick oder im Hinblick auf die Saison. Ja, Lars leider knapp am Tor vorbei nach der Ecke von João Mario. Und ich hoffe, wir starten hier besser rein wie gegen Paderborn. Ich meine, schlechter kann man gar nicht rein starten. Aber ich meine nur, ne? Impact fällt auf der Linie. Also am Strafraumrand. Gammelt sich wieder auf. Chigre lässt eh weiterspielen. Nichts Großartiges passiert. Wir sagen mal Konzentration zur Mannschaft. Traumhafter Ball von Merino auf Lars. Der enteilt Moreno, schießt aufs lange Eck, ist mit den Fingerspitzen noch dran. Cristiano hat den Braten gerochen und staubt ab zum 1:0. Stark. Starke Sache, Jungs. Sehr, sehr starke Sache. Sagen wir auch direkt mal weiter so. Sind wir sehr zufrieden mit. Gute Offensivarbeit. Ja, auch Cristiano zeigt, ja, das, was er in Italien gelernt hat, war ja einer der erfolgreichsten Torschützen in der letzten Saison in Italien. Ja, bei Neapel. Und zeigt das da, was er gelernt hat. Tottenham aber mit der Konterchance. Lamela auf Olaf. Harry Kane schießt vorbei. Eieiei. Was ist da passiert? Harry Kane schießt vorbei? Das gibt's ja nicht. Impact will am kurzen Pfosten die Ecke von João Mario verlängern. Moreno ist einen Moment eher am Ball und klärt das Ganze per Flugkopfball. Noten sehen aber dafür sehr gut aus. Impact jetzt nicht so ganz, aber da sehr, sehr viele Einser. Finde ich gut. João Mario mit der Ecke. Torwart von Tottenham kommt raus, hat den Ball. Kein Problem hier für ihn. Vor allem Julian. Sehr, sehr starkes Spiel von ihm. João Mario, also unsere komplette Offensive eigentlich. Fabian läuft quer, schaut demonstrativ Richtung Mittelkreis. Merino kriegt den Ball in den Lauf, buxiert den mit der Innenseite am Torwart vorbei und versenkt den genau in der Torecke. Unglaublicher Ball. Absolute Weltklasse. Sehr, sehr geil. Nicer Dicer. Sehr gut. Weiter so. 2:0 gegen Tottenham in der ersten Halbzeit. Solide. Wenn jetzt noch ein bisschen mehr von Impact kommt, dann bin ich sehr zufrieden. Wenn halt Impact nichts mehr bringt, dann holen wir halt Tobias rein. Müssen wir mal schauen. Sieht so aus, als würden wir die Form mal verbessern in dieser Partie. Stimmung, ja, ist gut. Ja, Teamwork ist auch gut. Man spürt bei der aktuellen Verfassung des Teams, selbst diese Führung noch keine Garantie für den Sieg ist. Das hört sich schon mal nicht so gut an. Aber wir sind zuversichtlich, wir schaffen das, wir glauben an uns, wir haben den Spirit, ja, dass wir das alles schaffen können und die Verfassung ist gar nicht so schlecht. Also jetzt komm mal runter, Telete, also jetzt komm mal runter hier, Text. Gut,
Gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Mahnen direkt zur Konzentration. Cristiano. Schöne Flanke vors Tor. Mirino attackiert den Torwart im Fünferraum. Der geht zu Boden, aber hat den Ball dennoch. Szene war aber abgepfiffen. Ja, und Impact. So ein bisschen wenig von Impact, ne? João Mario marschiert entschlossen durchs Mittelfeld. Nielsen geht da zunächst vorbei, schießt hart aufs Tor. Und der Torwart hält ihn. Nicht einfach, aber er hält ihn. Ich weiß gar nicht, was hat denn der für eine Stärke? Eine 70. Ist also so ungefähr auf dem Level von Olaf momentan. So, wir lassen unsere Leute auf der Bank mal aufwärmen. Damit wir dann gleich auch reagieren können. Jordi Wehrmann ist da sehr mannschaftsdienlich, spielt auf Dele Alli. Der verzieht aber. Und wir werden jetzt mal den ersten Wechsel vollführen. Ich würde sagen, João Mario geht raus. Dafür kommt Aidi rein und Impact geht mal raus. Er hat heute kein gutes Spiel gemacht und dafür kommt Tobias rein. Vielleicht hat er auch nicht so viele Bälle bekommen, aber trotzdem kriegt hier Tobias jetzt mal die Chance. Pazlak jetzt der Kapitän. João Cancelo kommt jetzt rein für Moreno. Eben Marcus Edwards reingekommen für Dele Alli. Edwards sieht hier die gelbe Karte nach einem Foul an Fabian. War wohl harmlos, steht hier. Nächste Möglichkeit. Innenverteidiger kann einen Abschlag nicht, also kann einen Ball nicht klären. Fabian sprintet dazwischen und verlädt den Torwart und macht das Ding. Ja, geil, Fabian. 3-0. 3-0 gegen Tottenham im UEFA Supercup. Das kann man auf jeden Fall schon mal machen. Und ich würde sagen, dann wechseln wir jetzt den Torschützen aus. Und Sascha kommt rein. Sehr, sehr schön. Kriegt er erstmal Standing Ovations hier von uns. Nehmen wir da die gute Form mit. Aber so bin ich schon echt um einiges zufriedener. Aidi mit einem genialen Pass auf Cristiano. Ryan Nielsen geht dazwischen. Schade. Tottenham mit einer sehr guten Möglichkeit. Ryan Nielsen, der gerade geklärt hat. Mit einem Diagonalpass in den Rücken der Abwehr. Dempsey steht frei, scheitert aber an Olaf. Nice. Er ist schon da. Gabriel Jesus kommt rein für Rafa Silva. Wir haben ja schon dreimal gewechselt. Aber ich denke, das 3-0 sollte schon eine komfortable Führung sein, dass wir das hier nicht mehr aus der Hand geben. Und dann ist es schon der zweite Titel in dieser Saison. Haben wir sehr solide gemacht, würde ich sagen. 60 Sekunden werden nachgespielt und wir haben gewonnen. Auch den nächsten Titel, den zweiten Titel in dieser Saison schon eingefahren. Beide Supercups haben wir gewonnen. Und ich denke, das spricht absolut für unsere Mannschaft. Also sowohl national als auch international nochmal gezeigt, dass wir da weitermachen möchten, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben. Sehr, sehr schön. 3-0, sehr solides Ergebnis. Wir gehen in den Nachbericht, Leute. So, Nachbericht. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich denke, da können wir uns drauf festlegen. Mannschaft sehr solide gespielt. Impact ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht heute ein bisschen nicht so auf der Höhe gewesen. Ist aber okay, kann er auch mal haben. Der ist ja noch sehr, sehr jung und ich denke, der wird auch noch irgendwann in seiner Karriere, in der nächsten Zeit, wird er auch noch eine relativ schwere Zeit haben. So wie die letzte Saison wird, denke ich, diese Saison auch nicht werden. Aber wir sind mal gespannt. Ja, wenn er jetzt eine überragende Hinrunde spielt, Impact, dann ist er auf jeden Fall einer der heißen Kandidaten für den Weltfußballer. Und das wäre so krass, wenn der einfach Weltfußballer werden würde. Ja, wir haben heute gesehen, Tore von Cristiano, von Mirino und von Fabian. Sehr, sehr schön. Ja, Fabian dann auch noch mit einer Vorlage. Lars mit einer Vorlage für Cristiano. Sehr, sehr
schön. Ja, aber 3-0 gewonnen. Ich bin sehr, sehr zufrieden gegen Tottenham. Kann man auf jeden Fall machen. Ist nicht einfach. Ja, war auf keinen Fall einfach, das Spiel. Aber wir haben es sehr solide gemacht. Haben unsere ganze Klasse gezeigt. Und jetzt geht's rein in die Bundesliga, Leute. Und wir gehen in die Bundesliga mit schon 2 gewonnenen Pokalen diese Saison. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. 2 Titel haben wir schon. Sehr, sehr schön. Das haben wir zum letzten Mal, haben wir, glaube ich, den UEFA Super Cup geholt, als wir die Euroleague gewonnen haben. Glaube ich, letzte oder vorletzte Saison. Können gerade mal nachgucken. Waren das nochmal Erfolge? Kontinental? Nee, andere. Genau, andere. Haben wir zuletzt 20 geholt. Zuletzt haben wir den 2020 geholt, also vor 4 Jahren. Ja, das war, da haben wir die Euroleague gewonnen. Ja, genau, das war da, wo wir die Euroleague gewonnen haben. Sehr, sehr cool. Und wir haben bis jetzt nur einmal den DFB-Pokal gewonnen. Das ist so... Was? Da müssen wir echt ein bisschen was reinklotzen. Wir gehen weiter Richtung Hertha. Die Hertha ist der erste Gegner, den wir diese Saison haben werden. Und Timo Werner bei Schalke und Schalke generell mit der besten Vorbereitung. Wir irgendwo nur im Mittelfeld. Ja, 11 neue Spieler. Stimmt nicht wirklich. Wir haben eigentlich nur 2 neue. 11 neue ist falsch. Wir haben die positivste Transferbilanz und wir hier, ne, wir ziehen die Bundesliga aus der Scheiße raus, ja. Dank uns, ich denke, ein Großteil dank uns, ist die Transferbilanz der kompletten Bundesliga im Plus. Die anderen konnten ruhig rausballern. Wir haben eigentlich nur verkauft, 130 Millionen eingenommen. Durch Transfers, wir sind die beste Mannschaft mit 950er Stärke. Wir sind die wertvollste Mannschaft. Wir haben den wertvollsten Spieler mit Impact. Wir haben den besten Spieler mit Dupont. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und der ist auch von Wolfsburg gewesen, oder nicht? Ja, der ist von Wolfsburg jetzt noch zu Bayern gewechselt. Hat sich Bayern auf jeden Fall einen guten Mann geshoppt. Nürnberg die schlechteste Mannschaft, aber auch die jüngste Mannschaft. Die sind wir leider nicht mehr. Das waren wir letzte Saison, aber ich meine, mit 24,6 Jahren ist das eigentlich doch noch ziemlich jung. Aber Nürnberg mit 23,1 Jahren. Was zur Hölle, ey. Die haben ja echt eine mega junge Mannschaft. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die meisten Spieler hat übrigens Oczipka mit 458. Und Petersen die meisten Tore mit 167. Ich denke, da wird unser Impact irgendwann auch hinkommen. Ja. Wenn er jetzt ein paar Saisons so weitermacht, dann ist er schnell da. Sehr, sehr schön. Können wir gerade auf die zweite Liga gucken. Da ist die beste Mannschaft Union. Schlechteste Kiel. Die jüngsten Freiburg und die teuersten auch Freiburg. Ich denke, das liegt aber daran, dass Nil bei ihnen spielt mit einem Marktwert von 16 Millionen. Ich denke mal, deswegen werden sie die höchsten Marktwert haben. Die meisten Spieler hat Großkreuz, der immer noch spielt. Wahnsinn. Und möchte als Trainer arbeiten. Ist auch sehr interessant. Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. Gucken wir gerade mal auf England. Das würde mich jetzt auch noch interessieren. Beste Arsenal. Der beste Spieler Timo Horn. Sehr, sehr schön. Höchste Marktwert auch Arsenal mit 605 Millionen. Was war unser? 689. Ich denke, wir sind sogar die teuerste Mannschaft der Welt, oder? Kann das sein? Real Madrid gerade mal 300 Millionen Marktwert insgesamt. Also ich denke, wir sind da schon so die teuerste Mannschaft oder die wertvollste Mannschaft der Welt. Krass. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendeiner einen höheren Marktwert hat als in England oder Spanien. Also da können wir schon mit Arsenal und Co. mithalten. Ich meine, in England ist es ja sowieso hier, guck mal, hier haben voll viele Mannschaften so einen hohen Marktwert. Aber ich denke, da können wir schon sehr gut mithalten in der Welt, ne? Krass. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Wir machen mal automatisch, ist mir scheißegal. Ich hoffe, wir werden sowieso wieder Meister. Guckt euch mal an, wir haben auch die meisten der stärksten Spieler in der Liga. Und das Krasse ist, mittlerweile kann man, glaube ich, sagen, dass die meisten dieser Spieler aus unserer eigenen Jugend kommen. Jetzt geht's los, erster Spieltag in der Bundesliga. Richtig, richtig geil. Habe ich richtig Bock drauf.
Ja, kannst du bitte wegmachen. Also, wenn wir mal gucken, aus unserer Jugend, nicht aus unserer Jugend, oder Dupont haben wir irgendwann geholt. Ja, den haben wir irgendwann aber sehr, sehr jung geholt. Aus unserer Jugend haben wir zwei, aus unserer Jugend, haben wir schon mal 10, 11, 12, 13, 14. Und ich glaube, Hector kam nicht von uns. Auf jeden Fall haben wir von einem 22-Mann-Kader schon 14 Leute auf absolutem Weltklasse-Niveau aus unserer eigenen Jugend. Übrigens, Leute, sind wir bei den Laien jetzt auch fast am Maximum. Ich glaube, wir können noch einen Spieler verleihen. Na, dann sind wir da auch am Limit. Also die Laien, die haben wir auch schon sehr gut ausgeschöpft diese Saison wieder. Und haben immer noch eine funktionierende A-Jugend. Ja. Eine gut gefüllte A-Jugend. Eine funktionierende, gut gefüllte zweite Mannschaft. Und eine erste Mannschaft. Also wir sind überall sehr gut aufgestellt, wie ich finde. Und ich freue mich auf die Saison. Wir gehen rein gegen die Hertha, Leute. Sehr, sehr geiles Spiel. Erste Partie direkt gegen die Hertha. Ich glaube, wir haben ja sogar den ein oder anderen abgegeben an die Hertha. Genau, Matthias. Matthias haben wir an die Hertha abgegeben. Der wird heute wahrscheinlich auch in der Startelf spielen, stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht macht. Und übrigens Janine Kortmann. Auch bei der Hertha. Ja, auch ja aus unserer Jugend. Zusammen mit Jerome, der ja noch bei uns spielt. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Beide, denke ich, Stammspieler. Ja, beide Stammspieler. Wir sind sehr gespannt auf die erste Partie. Wir gehen rein, Leute. Leute, erste Runde, erster Spieltag. Es geht los, Leute, es geht los. Bundesliga, erster Spieltag. Wahnsinnig aufgeregt bin ich jetzt. Gegen die Hertha. Schöne Aktion direkt mal von Impact gegen Janine, die ihn foult. Das einzige Mädchen in der Bundesliga. Sehr, sehr schön. Pazlak mit dem Freistoß. Heute übrigens dann auch wieder, ne, ich habe noch ein bisschen was in der Ausstellung gedreht. Eichhorn, ne, Aaron mit dabei, Pazlak auf dem Startelf. Cristiano kriegt das Startelf, also kriegt das Startelf-Debüt in der Bundesliga. Sehr, sehr schön. Daniel erstmal auf der Bank, ID auch erstmal auf der Bank. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich, genauso wie Wanyama. Da bekommen Jedwai und Ulrich den Vorzug. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und Olaf natürlich, ne, er wird ins kalte Wasser geworfen. Auch wenn wir dadurch 1, 2, 3, 4 Tore mehr kassieren, dann ist das halt so. Aber er muss auf jeden Fall spielen. Oder er soll auf jeden Fall spielen. Denn er soll hier zum Weltklasse-Torhüter werden. Und das erreichen wir nur, indem wir ihn spielen lassen. Momentan noch ein bisschen wenig von der Mannschaft. Kann man, glaube ich, sagen. Ja, wir sagen mal, geht drauf, Leute. Kämpft hier um jeden Ball. Behauptet euch, damit wir unser Spiel aufbauen können. Konterchance für die Hertha. Simon läuft allein auf Olaf zu, schießt knapp vorbei. Eieiei. Also, da haben wir bis jetzt Glück. Das war schon mal die erste Riesenmöglichkeit für die Hertha. Und von uns sieht man hier nichts. Klares Handspiel von Guganik. Wird mit Gelb bestraft. Von uns sieht man offensiv noch überhaupt nichts in dieser Partie. Eher defensiv. Hertha schon mit zwei gelben Karten. Also die erste Halbzeit ist auf jeden Fall ausbaufähig. Da kommen wir nicht so gut rein gerade. Hertha von Beginn an das deutlich aktivere Team. Da müssen wir echt was tun in der Halbzeit. Das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Hier wird auch motiviert in der Offensive. Spieler sind unzufrieden mit der eigenen Leistung. Das können sie auch, denke ich, sein. Da müssen wir auf jeden Fall mehr machen. Ja? Ich hoffe, wir kommen in der zweiten Halbzeit besser rein. Ich denke aber mal, das wird so werden. Oder ich hoffe es auf jeden Fall. Zweite Halbzeit war ja eigentlich auch in der letzten Saison immer unsere starke Hälfte. Wir gehen direkt weiter. Na, wir sagen mal Konzentration zur Mannschaft. Möglichkeit für die Hertha. Langer Ball auf den Flügel. Günther bekommt ihn in der Eckfahne unter Kontrolle. Zieht in den Strafraum, lässt Jedwai aussteigen. Will schießen. Olaf wirft sich aber heldenhaft dazwischen und verhindert ein sicheres Gegentor. Also Olaf hat da schon die Eier, auf jeden Fall. Aber von unserer Offensive kommt ja gerade mal überhaupt nichts in dieser Partie. Wir werden unsere Leute jetzt auch aufwärmen.
und auswechseln, sobald es geht. Wir bringen mal Aidi rein für Mirino und wir bringen mal für Sascha Fabian rein. Das geht halt heute gar nichts irgendwie. Da bin ich unzufrieden mit Mittelfeld. Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen besser durch die neuen Leute. Ist auf jeden Fall ein sehr knappes Spiel, wo wir uns nicht mit Ruhm bekleckern gerade. Ja, Strafraum hindern, gefährliche Freischussposition jetzt gerade mal. Pazak kann die Dinger, nimmt einige Schritte Anlauf, schießt Vollspann durch die Mauer. Torhüter sieht ihn relativ spät. Blitzschnell im bedrohten Eck, gegen den Innenpfosten an den Kopf des Torhüters. Von dort aus geht er ins Tor aus. Ah, Pech gehabt. Echt Pech gehabt gerade. War auf jeden Fall gefährlich, Pazak. Guter Mann für Freistöße, sehr guter Mann. Kann aber nicht sein, dass wir hier auf Standards hoffen. Da geht momentan in der Offensive echt noch nicht so viel. Das ist echt eine knappe Geschichte hier. Hier kann alles noch passieren irgendwie, habe ich das Gefühl. Sagen jetzt mal nochmal Konzentration. Der Rieder kommt rein und auch Emil Baumann für Benedikt Gimba. Ich denke, wir wechseln jetzt auch nochmal in der Offensive. Dafür kommt Daniel rein für Cristiano. Da geht ganz klar das Signal nach vorne. Ja. Aber alles in allem haben wir uns hier nicht mit rumgekleckert. Zumindest offensiv nicht. Oh, da war ein Tor. Streitet alles ab und der Treffer gilt. 1:0 für die Hertha. 1:0 für die Hertha. Das war irgendwie abzusehen. Da kam von uns einfach viel zu wenig. Wir sagen jetzt einfach voller Angriff. Von uns kommt hier in dieser Partie offensiv einfach gar nichts. Ja. Und die Hertha gelingt hier aus dem Gewühl raus ein Tor. Und ja, da steht 1:0. Da müssen wir einfach mehr machen. Ja, Drehschuss von Daniel, gefährlich. Torwart ist zur Stelle, begräbt ihn unter sich. Das ist auch zu wenig. Das ist auch viel zu wenig, was da gerade kommt. João Mario, Guganik mit dem Befreiungsschlag. Und die Hertha jetzt nochmal mit der Möglichkeit. Also da ist offensiv auf jeden Fall gar nichts gewesen, ja. Satter Schuss aus 25 Meter aufs Tor. Olaf ist sicher. Also es war einfach wirklich offensiv viel zu wenig und dieses Tor für die Hertha geht auch klar. Und der Torwart ist auch noch überragend von der Hertha wieder. Verhindert hier mit einer Glanzparade noch das 1:1. Eieiei. Dann soll es auch einfach nicht sein. Dann verlieren wir das erste Spiel. Ich denke nicht, dass wir hier noch ein Tor machen werden. Wenn, dann kassieren wir jetzt einfach noch eins. Aber schade. Schade, schade. Echt bitter, dass wir hier unser erstes Spiel verlieren, aber das war offensiv einfach viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, nochmal die Hertha, denke ich, mit der letzten Aktion. Letzte Ecke. Mit viel Effekt kommt der Ball in den Strafraum. Simon im Duell mit Jedwai, der kann den Ball nicht richtig drücken. Klar drüber. Ich denke nicht, dass wir hier nochmal ein Tor oder nochmal die Möglichkeit kriegen werden. Ja, da verlieren wir das erste Spiel gegen die Hertha 1:0. Die Hertha macht ein absolutes Kacktor mal wieder. Aber das war auch einfach, guckt euch das, also von uns war das einfach gar nichts gerade. Da müssen wir einfach besser sein. Ja, da müssen wir einfach viel besser sein. Die Hertha hat uns sogar ballbesitzmäßig unter Kontrolle gehabt. Das ist Wahnsinn. Also das war echt kein gutes Spiel von uns. Das muss besser werden, ja, im Verlauf der Saison. Ich meine, das war jetzt das erste Spiel. Wir hatten eine englische Woche. Keine Ahnung, ob es daran liegt. Aber die Mannschaft war frisch, die Mannschaft war fit. Es gibt keine Ausreden dafür, wir waren einfach schlecht. Wir gehen in den Nachbericht und schauen uns das Ganze an. So, also wir können sagen, offensiv war das heute der absolute Kack von uns. Torwart vom Gegner natürlich wieder überragend gewesen, ja, ein paar Dinger gehalten. Aber wenn wir uns das mal angucken, das war einfach viel zu wenig. Viel zu wenig dafür, dass wir eigentlich so viel Klasse haben, war das einfach nur unterirdisch, was wir heute gespielt haben. Ja, keiner von uns in der Mannschaft der Woche, keiner hat ein Tor geschossen, wir waren im Mittelfeld.
aber wir waren halt trotzdem einfach nur schlecht. Ja, Hamburg heute die beste Mannschaft, beste Spieler, werden wir auch niemanden haben. Dupont hat eine gute Note gehabt, also der war so der einzige Lichtblick in der Mannschaft in diesem Spiel. Ja, und Fair Play, wir haben auch keine Karte kassiert, sind momentan Erster. Götze, 5 Wochen verletzt. Eieieiei, Götze. Ist auch schon 32 und Marcel Exner ist auch verletzt. 9 Tage. Ja, gehen wir weiter. Jörg ist auch verletzt bei Hannover. 1 Woche. Und nächstes Spiel gegen Leipzig ohne englische Woche sollte dann auf jeden Fall besser werden. Robin geht nicht, nein. Ja, das war schon mal kein guter Auftakt in die Liga. Ich weiß nicht, ob da was da jetzt gerade schon wieder los war in der Mannschaft. Aber das war auf jeden Fall nicht gut. Daniel wechselt auch nicht für fast 70 Millionen zu Dortmund. Dortmund braucht wohl ganz, ganz dringend einen Linksaußen. Wir machen mal einen runden Geburtstag. Wir feiern mal unseren Geburtstag. Wir laden die Spieler alle ein. Machen wir. Ich wusste gar nicht, dass das geht jetzt gerade. Schöne Geburtstagsfeier. Ja, damit wir mal ein bisschen wieder Stimmung tanken für das nächste Spiel dann gegen Leipzig. Ich würde sagen, Leute, das machen wir heute aber nicht mehr. Die Folge ist schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, lasst ganz gerne einen Daumen da, teilt das Video, ja, schreibt Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt. Wir sind nicht so gut reingestartet in die Saison. Ich meine, wir sind eigentlich gut reingestartet. Wir haben die beiden Supercups gewonnen. Wir haben den Pokal, sind wir weitergekommen. Ja, also wir sind eigentlich im Soll, aber ja, der Auftakt in der Bundesliga, der war unter unserer Würde, sage ich jetzt einfach mal, oder unter unserer Qualität, kann man glaube ich sagen. Offensiv ging da gar nichts. Müssen wir gucken, dass wir das besser machen in der nächsten, im nächsten Partie gegen Leipzig. Sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.